Die Lemminge. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Menschen, der Anfang der 90er Jahre Videospiele gespielt hat und diese kleinen knuffigen Wesen nicht kennt. Gefühlt waren sie überall und das war auch gut so. War das Spielprinzip doch relativ einfach, aber suchterregend. Die kleinen Wesen haben natürlich auch ihren Weg auf den Gameboy gefunden. Wie schlagen sie sich dort? Was taugt Lemmings für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von DMA Design entwickelt und von Ocean bei uns 1993 veröffentlicht. Wie schon anfangs erwähnt, waren die Lemminge eine sehr populäre Spieleserie zu der Zeit und erschien im Prinzip auf allen gängigen Systemen, hatte ihren Ursprung jedoch auf dem Amiga, wo es 1991 erschien. Für alle, die noch nie etwas von den Lemmingen gehört haben, die Serie ist im Prinzip ein Action-Puzzler und eigentlich hört sich eure Aufgabe relativ einfach an. Ihr habt ein Tor, aus dem eine bestimmte Anzahl der namensgebenden Lemminge herauskommen. Das sind süße, kleine, grünhaarige Wesen. Diese müsst ihr nun irgendwie zum Ausgang lotsen. Und da fängt auch die Schwierigkeit an. Die Viecher sind nämlich nicht gerade klug in der Birne und laufen immer nur stur geradeaus. Egal, ob da ein Abgrund ist oder sonstige tödliche Hindernisse, es wird einfach immer der Nase nach lang gelaufen. Ihr wollt jetzt natürlich nicht, dass alle irgendwie draufgehen. Und in jedem Level müsst ihr zudem auch immer eine bestimmte Anzahl in das Ziel bringen. Also, wie schafft ihr das bloß? Indem ihr den einzelnen Lemmingen Jobs gebt. Ihr habt immer pro Level eine bestimmte Anzahl an Jobs mit limitierten Anwendungen. So gibt es zum Beispiel Stopper, die dann im Weg stehen bleiben und andere Lemminge in eine andere Richtung weiterschicken. Oder Buddler, die sich durch das Erdreich buddeln und so weiter. Am Anfang braucht ihr nicht viel, aber später wird es dann natürlich viel, viel komplexer mit einer großen Anzahl von verschiedenen Aufgaben. Da müsst ihr dann ganz genau überlegen, wo ihr welchen Job wann vergebt. Und viel Zeit zum Überlegen habt ihr auch nicht. Denn das ganze Spiel läuft in Echtzeit und so müsst ihr immer schnell reagieren. So kommt es dann natürlich auch mal schnell vor, dass ihr ein Level mehrfach spielen müsst. Trial and Error eben. Zugegeben, ich war sehr, sehr skeptisch, was die Steuerung und Übersichtlichkeit auf den kleinen Handheld angeht. Das Steuerkreuz ist jetzt natürlich nicht so intuitiv im Vergleich zur Maus der Computervorlage. Und ansonsten habt ihr auch nur zwei Tasten anstatt einer ganzen Tastatur. Aber wisst ihr was? Die Steuerung geht für mich echt in Ordnung. Die ist sehr intuitiv und gut umgesetzt. Mit einer Taste wählt ihr die Lemminge an, mit einer anderen wählt ihr dann die entsprechende Funktion aus und weist diese dann zu. Das geht jetzt alles schnell und gut von der Hand. Auch die Übersichtlichkeit passt. Klar ist es weit davon entfernt optimal zu sein, ist aber durchaus gut spielbar. Diese beiden Faktoren habe ich mir echt viel, viel schlimmer vorgestellt. Kleine Anmerkung, das Spiel hat glücklicherweise auch ein Passwortsystem und so müsst ihr nicht immer von ganz vorne anfangen. Die Grafik ist natürlich wie zu erwarten relativ krümelig geworden. Die farbenfrohen Umgebungen der Amiga-Version sind hier natürlich nicht zu finden. Jedoch wurde der Stil meiner Meinung nach relativ gut auf dem monochromen Bildschirm umgesetzt. Der Charme der Vorlage wurde hier auf jeden Fall gut gehalten. Und der Sound, naja, ist jetzt nicht gerade die Stärke des Spiels, stört jetzt aber auch nicht wirklich. Die zu erwartende Untermalung wird hier abgeliefert. Was taugt Lemmings für den Gameboy also heute noch? Ganz ehrlich, ich war sehr, sehr skeptisch. Wie soll man dieses Spielprinzip auf diesen kleinen Bildschirm ohne Maus portieren und dass das Ganze noch vernünftig spielbar ist? Aber es passt überraschenderweise. Man kann es echt gut spielen, trotz der einfachen Technik. Klar, andere Lemming-Versionen sind natürlich besser, aber das Ganze wurde gut auf den kleinen Handheld umgesetzt und von mir aus gibt es auf jeden Fall ein solides Siegel. Das war der Test zu Lemmings für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.